Und so, wie ihr seht, ich habe immer wieder Stress mit den Nachbarn, die spritzen mein Motorrad voll. Ich weiß, meine Maschine ist geil, aber. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but this. Hey Leute, willkommen zum heutigen Motoblog. Es hat eine neue Ära von Lactovites begonnen. Ich habe mir meine alten Videos angeschaut, habe positive Dinge gesehen, negative. Oh, jetzt blinke ich mal wegen der Fahrschule. Es ist nur der Fahrlehrer des E-Bums. Auf jeden Fall, Lactovites war mal mit 16 Jahren angefangen. Ein sehr, sehr positiver Typ. Einfach Lust aufs Motorradfahren, richtig Bock drauf. Und dann gab es eine Zeit, da hatte ich echt eine schwierige Zeit. Kennt jeder, was man halt so durchmacht. Oh, YZFR 125. Ohne Killer auf jeden Fall. Läuft bei dir! Oder Leowinds Mitkiller, ist auch extrem laut, weiß ich jetzt nicht. Ich möchte ihm nichts unterstellen, ich bin kein Cop. Auf jeden Fall gab es da eine Zeit, da habe ich relativ monoton geredet. Und jetzt rede ich zum Beispiel nicht mehr monoton. Ich bin einfach deutlich positiver, habe mich fokussiert auf Dinge, die mir im Leben Spaß machen, die negativen Dinge losgelassen. Ich habe mich auch nicht von Sachen runterziehen lassen, wie zum Beispiel Suzuki Hunter. Der hat mir einfach so die Freundschaft gekündigt. Schreibt nicht zurück, der... Ah. Also ganz ehrlich, das ist asozial, aber so sind Leute, besonders, ja, ich möchte jetzt nicht wieder negativ werden, das ist ja schlimm. Wo fährt die wieder zurück? Ich wollte jetzt nicht sagen, ist bestimmt eine Frau, weil dann regen sich wieder alle Leute drüber auf. Ich habe nichts gegen Frauen, ich mag Frauen. Schweigeminute. Nee, auf jeden Fall eine neue Ära von mir fängt an. Jetzt hätte ich eigentlich überholen können. Kartoffeln! Nach links bitte! Auf jeden Fall eine neue Ära fängt von mir an. Nämlich, ich habe mich an die Videos gesetzt, geschaut, was gefällt den Leuten, was gefällt ihnen nicht, was würde ich schauen, was würde ich nicht schauen. Und solche Sachen halt. Und wer bin ich, mit wem identifiziere ich mich? Und dann noch solche Sachen wie, wer die Sony los, kauft eine GoPro fürs beste Erlebnis, also Sichterlebnis für die Leute. Ich habe eine Spiegelreflex mit meiner Freundin zusammen gekauft. Damit kann ich relativ viele Tech-Videos drehen. Ich zahle Adobe das Schnittprogramm. Ich bin einfach positiv gelaunt, das glaubt ihr nicht. Ich habe mir Handschuhe gekauft, ich habe mir eine neue Hose gekauft. Knapp 400 Euro in Schutzkleidung nochmal investiert. Ist nicht günstig, Leute, aber ich habe alles in Kauf genommen, um glücklich zu werden, um Spaß zu haben. Oh, galt das 70? Ups. Ja, ich hab's einfach in Kauf genommen. Und dachte mir, yo, mach einfach das, was dich wirklich happy macht. Und da bin ich auch extrem eingegangen auf euch. Ich möchte nicht mehr zu viele negative Themen ansprechen, sondern eher die positiven. Einfach öfter random Vlogs bringen, einfach meine Emotionen zeigen, mit dem Motorrad Spaß haben, es pflegen, es nicht zu übertreiben im Straßenverkehr. Es sind alles Voraussetzungen, wie nennt man das? Zum Neujahrsvorsätze, genau, es sind eigentlich Neujahrsvorsätze, dabei haben wir noch gar nicht Neujahr und ja, darf jeder für sich selber entscheiden. Ich drehe hier einfach mal, weil ich habe keinen Bock in die Richtung zu fahren, da kann ich nur rechts abbiegen. Okay, es passt, ich würde mal sagen, ich mache ein Foto und erzähle euch einfach mal ein bisschen was über meine Maschine, was gerade so vorgefallen ist und so. Wie ihr seht, ich habe immer wieder Stress mit den Nachbarn, die spritzen mein Motorrad voll. Ich weiß, meine Maschine ist geil, aber das ist echt nicht nötig, mein Bike anzuspritzen. Ja, läuft bei mir auf jeden Fall. So eine hübsche Lady, ich sag's euch. Ihr seht es gar nicht, ich muss vermutlich weiter rangehen wegen dem Weitwinkel. Ich mache auf jeden Fall jetzt ein Foto. Instagram läuft bei mir. Irgendwie ja nicht. Wie macht man professionell Fotos? Also Hochformat liebt jeder, das weiß man. Dann machen wir mal ein bisschen mehr Licht. Hochformat müsste jetzt passen. Wobei, ich sollte mir eigentlich was Epischeres raussuchen. Nee, schaut scheiße aus. Schaut auch blöd aus. Echt kein Gefühl für Fotos. Ist egal, ich habe jetzt einfach ein Foto gemacht, das lade ich dann hoch, bearbeite ich ein bisschen und dann lade ich das hoch. Und ja, Bremsbeläge kommen neu vorne. Ich weiß nicht, ob man sieht per GoPro, aber die sind ein bisschen runter. Also jetzt nicht krass, die sind nicht aufs Metall, die halten noch ein paar tausend Kilometer, aber ich mache es lieber rechtzeitig. Ah, die Griffheizung sollte ich ausmachen. Ah, die ist so sexy. Ah ja, ich könnte euch mal den Sound hören lassen für alle Leute, die keine MT-07 fahren. Und der Killer ist drin, gell?
natürlich im ersten Gang geparkt, was sonst lag da. Oh Mann, ich freue mich wirklich auf die neue Ära. Ich versuche in 60 FPS hochzuladen, auch wenn ich nicht den stärksten Prozessor habe. Warte ich halt länger, dauert halt länger zum Rendern, fast doppelt so lang. Es hört sich so geil an, also wirklich so geil. Schaut doch geil aus, besonders mit den Mini-Blinkern. Ah, der Conti, das habe ich voll vergessen, hält ja Ewigkeiten. Also ich habe runter jetzt 13.000 Kilometer, glaube ich, auf ihm. Und der hält immer noch vorne, also das ist wirklich gut Profil. Und hinten hat er immer noch Profil, also wirklich. Der wird auch richtig gut warm bei den Temperaturen. Es hört sich so geil an, wenn er daneben steht. Und keine Sorge, der B-Killer ist drin, auch wenn er fast nichts rauslässt, hört sich die Maschine trotzdem geil an. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt noch kurz zum Abschluss eine 0 auf 100, weil es ja viele Leute interessiert. Mit einer Zeitmessung werde ich halt vorfahren müssen. Ah ja, und Grüße gehen raus an Chris.com, der meinen Kommentar gelöscht hat, weil ich ihm geschrieben habe, der Zart schluckt keine Leistung. Weil ich beim Suzuki Nitro eine echt gute Zeit gefahren habe, die einfach serienmäßig nicht zu überbieten ist. Und trotzdem hat der Kerl einfach mal einen Kommentar gelöscht. Läuft bei ihm richtig hart. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Okay. Das war das erste und jetzt kriegt er noch ein zweites. Also wenn das nicht schnell war, also es hat das Vorderrad richtig gut gehoben. Schneller kommt man kaum weg. Ich muss es natürlich üben und mit ein bisschen Kupplungsschleifen geht es vermutlich noch besser, aber mein Herz klopft. Jetzt fahren wir ganz, ganz entspannt nach Hause und ich verabschiede mich von dem Video. Lasst auf jeden Fall ein Like da, einen Kommentar, was ihr davon haltet, dass ich jetzt nicht mehr ganz so monoton rede. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.